Der Fegelein war eine Drecksau. Es waren ja viele, aber der war eine besondere. Alles, was ich so mir erlesen konnte, hat der nur hin und her geschoben und sich da so hochgeschleimt und Sachen gedreht für sich, die seinesgleichen suchen. Und er war ja auch sowas wie der Golden Boy, ne? So eine charmante Drecksau halt. Die Frauen haben ihn gemocht, die Männer haben ihn alle gehasst. Er wurde auch Pflegelein genannt. Naja, Typecasting. Die Welt verändern werden wir nicht, aber ich finde es wichtig, dass Deutsche so einen Film erzählen. In dieser Art hat man Filme über die Zeit, gab es so viele schon und manchen kommen sie auch schon zu den Ohren raus und es gibt ja auch viel schlechte, aber sowas in dieser Form habe ich noch nicht gesehen und auch von den Deutschen sowas so kritisch zu zeigen, finde ich gut und wichtig.